Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Dark Souls 3 geht weiter. In der letzten Folge mich durch Geisterbogenschützen durchgekämpft. Ich hatte noch versucht, irgendwie da irgendwas zu killen und so, aber das hat alles nicht geklappt. Ich bin dann einfach dran vorbeigerannt und habe dieses Leuchtfeuer gefunden in der umringten Stadt. Ja, heute Dark Souls 3 abschließen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie viel mich noch erwartet hier. Halt doch's Maul, ey. Okay. Ich bin wach. Ich bin wach. Saftsack. Okay, hier geht's glaube ich weiter. Das heißt, ich werde erstmal schauen, ob hier irgendwo ein Loot ist. Oder was hier so zu sehen ist. Ja, guck mal. Glut. Cool. Oh, so eine Scheiße. Okay. Okay. Es wird hier wohl noch öfter passieren. Das. Ich hasse es. Hohler Edelstein, okay. Irgendwas grummelt. Wer oder was bist du denn? Du hast eine Drachenhand. Ist das ein Schild oder ist das... Okay. Noch eine Glut. Titanitbrocken. Ich glaube, mein Schwert war ja schon voll aufgerüstet, ne? Plus 10, ja. Plus 10 ist Maximum in Dark Souls, oder? Ich glaube. Hinter jeder verdammten Ecke sitzt einer. Sag mal, haben sie dir eigentlich
Ja. Ich bin jetzt schon wieder so. Da kommt der nächste. So nicht, Freundchen. Was seid ihr? Was seid ihr denn für komische Wesen? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr weiterzulaufen, ne? Ihr wollt mich alle erschrecken und ärgern. Dunkeltitanit, okay. Irgendwo stapft einer. Irgendwo unter mir. Sehe ich dich hier? Kann ich hier irgendwie einen schweren Angriff machen auf dich? Komm mal raus aus deinem Loch. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Er wird hier unter mir sein. Da ist er. Okay, ich will mich hier nicht nochmal durchkämpfen. Auf keinen Fall. Ich muss mit meinen Flakons bis zum nächsten Leuchtfeuer kommen. Hier sitzt doch, hier werde ich doch von hinten wieder angesprungen. Nee? Okay. Oh, wer seid ihr denn? Lasst mich rein! Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we Lass may mich rein! converse. I am known as Shira, servant to the Princess Filianor, matriarch. Lass mich rein! Ah, lass mich rein, habe ich gesagt! Na, fuck. Muss die erst blöd rumlabern? Ja.
Ja, genau, ich bin der Unhöfliche. Ich habe mich gebeten, dass sie mich reinlässt. Ich war in Gefahr. Sie war die Unhöfliche, mich nicht reinzulassen. Ach, wisst ihr was? Ab geht's. Tschüss. Keine Ahnung, ob da oben ein Leuchtfeuer ist, aber da sind ein paar Seelchen, ne? Die nehme ich mal lieber mit. Ey, ja, genau. Ihr müsst natürlich den blödesten Moment haben. Ach, shit. Eieieiei. Warum ist es hier so laut? Ich muss ein bisschen leiser machen. War es euch zu laut? Ja, ne? Oder? Für euch war es zu laut wahrscheinlich. Honor! Grüß dich, hi. War nicht zu laut, okay. Ja, hüpf bald runter jetzt. Ja, ich durchrennen ist doch irgendwie nicht die beste Idee, aber ich muss da unten auch gegen drei von diesen Dingern kämpfen. Das ist auch Mist. Droppst du mir nochmal eine Glut? Nee, schade. Wo ist der andere? Da. DLC-Gebiet, ja. Zweites DLC. Achso, warte, dann schnapp ich mir den, der da oben steht, aber auch, weil sonst habe ich gleich ein bisschen rumgefummel. Was nicht so geil. Mist, okay. Dann dürftest du eigentlich gar nicht zugucken. Fehlt dir was auf YouTube ein Stück? Auf YouTube habe ich eigentlich schon, also Schwester Friede, das Eisgebiet ist auch DLC. Oder wie meinst du, hast du einfach selber... Bist du selber am Zocken? Alter. Nee, was? Oh.
Oh, DLC nicht gezockt und wolltest dich nicht spoilern lassen. Ach so, ei, das ist dann doof, ja. Nicht absolut nachvollziehen. Schade für mich, aber... Dann lass dich mal lieber nicht spoilern. Habe ich da unten jetzt die Seelen nicht gekriegt, ne? Ah, die Taschen sind leer. Jetzt bist du hier. Ja, cool, dass du da bleibst, trotz, dass du dich spoilern lässt in dem Fall. Das ist... Uhuhu, okay, die Seelen sind jetzt auf jeden Fall verloren. Ah, ich versuch's mit Rennen. Ich versuche zu rennen. Ich schaff's nicht mehr weiter. Das ist aber nicht so der Plan. Seva, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Ich will eigentlich nur zu einer Gnade. Jetzt nenne ich es schon Gnade. Hier heißt es ja Leuchtfeuer. Und ich bin einfach geschnetzelt worden. Ich... Oh Mann. Oh. Kommen da drei von den Dicken. Ja, hier macht alles gerade brutal viel Damage. Ich muss mich durchkämpfen. Es hat... Anvisieren und Dark Souls, ne? Anvisieren und From Software. Dass das Hackebeil immer noch so stark ist, ja, das ist auch eine der ersten Waffen, die ich ausgerüstet hatte. Ja, das kriegt man ziemlich früh bei irgendeinem Metzger. Und das skaliert ja mit Stärke. Und das hat Attributsbonus S. Und das macht das Ganze natürlich mit plus 240 schon krass, wenn man 47 Stärke hat, ne? Also... Ich will nicht alle schnachten hier, das und auch diesen Ritter da unten. Das war mir jetzt gerade schon wieder zu blöd. Dauert alles zu lang. Lasst mich hier durch. Und du, Barzi, haust mich diesmal bitte nicht. Aua, das tat ein bisschen weh.
So, gute Dame, lässt du mich jetzt rein, bitte? Speak thine own. I'll perfect as thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest of. Sie lässt mich gar nicht rein. Tja, was mache ich mit euch jetzt da unten? Ich renne an euch vorbei. Ich renne hier irgendwo vorbei. Die gibt dir eine Quest, ja, und ich habe einfach durchgeskippt, ne? Ich bin ja so ein schlechter Dark Souls-Spieler. Nee, da steht nochmal so ein Ritterboy. Wo geht's hier lang? Warum? Och nee. Okay, damit bin ich einverstanden. Wolfsring. Schwarzhexenhut, okay. Was für eine Quest hat die mir jetzt gegeben? Ich soll sie aus dem Gefängnis befreien. Sie sei ja wohl gefangen, meinte sie. Ich soll einen Drachen töten. Okay. Im Drachen töten habe ich Übung. Nun, mein in Panik weglaufen hat wohl anscheinend ein bisschen funktioniert. Ah, da kann ich leider nicht rüberhüpfen. Schade. So, und ihr seid jetzt schon auf meiner Spur, oder wie? Ah, das ist aber doof. Er steht jetzt da hinten in der Ecke. Und ihr steht jetzt hier unter mir und du wartest, bis ich runterhüpfe, oder was? Wow! Bleiben Sie ruhig! Ich habe Angst, dass der oben kommt. So, der will mich jetzt. Tschüss! Ich bin weitergekommen als vorhin. Oh Gott, da spawnen einfach zwei neue. Hi. Oh Gott, ich glaube, ich habe mich in die Sackgasse manövriert. Das ist jetzt sehr schlecht. Ihr steht bestimmt hier und wartet auf mich. Yep. Yep, yep, yep. Oh, okay, okay. Das ist gut gegangen. Leuchtfeuer, Leuchtfeuer, Leuchtfeuer. Leiter. Knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Irgendwo habe ich dich schon mal getroffen. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced. Sie dennoch enveloped by the abyss. It was a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Okay. One. Okay. Met the dark with learning, but in the end
Oh weh, oh weh, oh weh. Ab in die nächste Sackgasse. Ja, das wär's gewesen, ey. Mein Gott, ich finde mich hier nicht zurecht. Und diese großen Ritter, die sind nervig. Vor allem die mit der Lanze. Und hier sind natürlich sind hier zwei. Eieieiei. Wisst ihr was? Nee, gegen zwei kämpfe ich nicht. 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 Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Leuchtfeuer? Sackgasse. Goldener Schlangenring. Womo. Hallo. Grüß dich. Und nochmal schön, dass ihr alle am Start seid. Okay, hier unten ist ein bisschen Action. Ging's da hinten noch irgendwo weiter? Ja, da hinten war noch eine Ecke, die ich nicht erforscht habe. Aber hier unten ist doch, es ist doch auch alles wieder Mist hier. Das ist doch alles wieder Mist. Wo ist das nächste Leuchtfeuer? Da steht wieder so ein großer, der bestimmt wieder irgendwelche Geister herbeiruft. Ach Leute, was ist das hier? Und eine Abkürzung habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Oben beim... Da gab es eine Abkürzung. Ist die vielleicht hier irgendwo? Oh, hi. Nee. Jetzt droppen hier irgendwelche von oben runter. Leute, nee, gegen so viele auf einmal kämpfe ich nicht. Das ist alles Unsinn hier. Und da steht ein Dicker. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Oh, shit. Einfach mal in irgendeine Ecke laufen. Hier ist ein Boy. Okay, ich glaube. Wie jetzt? Du willst mich, oder wie? Können wir das bitte nicht? Warum kann ich hier hoch? Einfach so. Da geht's nach oben. Da renne ich jetzt lang. Warum redet das eine Insekt mit mir und die anderen wollen mich alle töten? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Was liegt hier rum? Ah, bestimmt der dritte auch ein junger Zweig. Brauche ich nicht, will ich nicht. Was ist hier drin? Dolch des Kirchen, irgendwas. Oh, Jungs und Mädels, ey, ich bin bestimmt schon an so vielen Ecken vorbeigelaufen, wo man hätte eine Abkürzung finden können oder ein Leuchtfeuer oder irgendwas Rettendes.
Da unten sieht irgendwie, das sieht nach Schlachtfeld mit Drachen aus. Drachen, mit einem Drachen. Oh, eine Kirche, da stehen schon wieder ganz viele von diesen Rittern rum. Ah, ja, 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 ja. Okay, er lässt mich erstmal vorbeilaufen, sehr gut. Elden Ring auch schon gezockt? Ja, ich bin... Elden Ring habe ich jetzt am Wochenende. Ich will nix. Drache. Okay, ich will eigentlich nicht unbedingt was spoilern, aber ich habe großartige Leistungen vollbracht. Jetzt am Wochenende in Elden Ring. Die auch auf YouTube erscheinen werden. Wobei, wahrscheinlich erscheint dieses Video nach dem... Nee, dann kann ich sagen, stimmt, das Video hier erscheint nach dem... Nach dem Elden Ring. Ah, shit! Gott. Okay! Der Drache hat nicht so viel Bock, dass ich da langlauf. Ich lauf trotzdem lang. Ah, ja! Oh, wei. Yes, sir. Nice. Bock auf das DLC? Ja, vor allem, also einerseits bin ich mittlerweile schon echt auch Freund dieser Spiele geworden. Ich spiele sie ja erst seit letztem Jahr, 6. Dezember. Noch Glück gehabt. Uhu, okay. Okay, hier unten werde ich nicht abgefackelt. Und zum anderen habe ich ja tatsächlich auch, wollte ich ja so schnell wie möglich zu Elden Ring kommen, einfach für den Kanal. Also da spricht so ein bisschen der Creator jetzt aus mir für den Kanal. Wollte ich wegen dem DLC zügig mit Elden Ring anfangen, dass ich da vielleicht ein bisschen Reichweite generieren kann. Jetzt habe ich keine Heilung mehr, ne? Und bin irgendwo runtergehüpft, wo ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr zum Leuchtfeuer komme. Erst seit ein paar Monaten auf den Geschmack gekommen. Also zu dumm oder zu schlecht habe ich mich nie gefühlt, aber mir hat ein bisschen die Motivation gefehlt. Und die Motivation ist bei mir dadurch entstanden, dass ich Lies of P spielen wollte, das auch noch offen ist. Ach, scheiße. Fuck. Ah, ganz schlecht. Und ich aber gesagt habe, ich habe dann mit einem Kumpel drüber gesprochen, na, wie sieht's denn aus mit Lies of P und so, und ich habe dann gemeint, na, eigentlich, bevor ich irgendein anderes Souls-Game spiele, möchte ich eigentlich die Dark Souls-Reihen abschließen oder die Dark Souls-Spiele abschließen. Und jetzt warten wir ein bisschen, bis ich HP regeneriert habe. Und er meinte dann zu mir so, hey, wenn du das jetzt 11 Jahre lang oder seit wann Dark Souls 1 draußen ist gespielt hast, dann spielst du das jetzt sowieso nicht mehr. Und das hat dann irgendwie so ein bisschen an meiner Gamer-Ehre gekratzt. Das ist Peak Gameplay. Ja.
das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und dann habe ich angefangen. Der Kumpel hat da einen großen Teil zu beigetragen. Okay, da sind Skelette, die aufstehen, also kein Leuchtfeuer. Ey, was ist das hier? Ist das jetzt ein vertikales Labyrinth hier oder was? Oh Mann, ey. Bin ich jetzt wieder da, wo ich vorhin war? Nee, ich bin wieder da, wo ich vorhin war. Scheiße. Ah, nee, oh Mann, ey. Durch ein Indie-Souls-like hast du Bock bekommen. Durch welches denn? Ja, aber hier geht's doch auch nicht weiter. Doch, da hinten. Stehst du nochmal auf? Nee. Steel Rising, die Wish-Version von Lies of P. Geil. Ach, kommt Leute, lasst mich in Ruhe. Ich versuch's mit Rennen. Da unten ist der Eingang, durch den ich reingekommen bin. Ach, hier. Ach, gut. Ah, wichtig. Super, super wichtig. Reichen mir 49.000 Seelen für ein Level up? Ich hoffe es. Knapp 3 Monaten fast alle Souls Games durchgesuchtet. Ja. Ganz so schnell war ich nicht. Und Lies of P ist auch noch offen. Da bin ich aber schon relativ weit am Ende. Nur fehlt mir aktuell die Motivation für Lies of P. Thou wishest yet for a world, then either. Very well, then take no. Oh, 2000 Seelen fehlen mir. Ja, ja. Weiß jetzt gar nicht. Müsste es reichen? Reicht's? Ich glaube, es reicht. Hopp, bim, bam, bum, ja, techno, gut. Ja, reicht. Sehr gut sogar. Genau richtig. Leben oder Stärke? Stärke, let's go. Mehr Damage. Wolong gibt's ja auch noch, genau. Sekiro. Ja, Sekiro ist bei mir auch noch, steht auch noch auf dem Plan. Ich habe mir ja sowieso das Ziel gesetzt, dieses Jahr alle Bosse aus allen From Software, das Souls-like-Titeln zu besiegen und noch ein paar andere Spiele zusätzlich. Zum Beispiel, auf was ich auch Bock habe, ist, wie heißt denn das? Das mit dem Roboter, was auch von From Software ist. Mortal Shell wäre auch mal noch so ein Versuch, ja. Aber das ist ja nicht von From Software. Armored Core, genau. Das ist ja nicht ganz Souls, aber... So, Herr Drache. Wie haben wir es, wir beide? Kann ich dich einfach killen? Oh, das ist schlecht. Oh nein!
Armored Core ist kein Souls, dein Game of the Year. Nice. Ja, es ist ja so ein bisschen schon so angehaucht. Und mit Mortal Shell nicht warm geworden. Ja, da bin ich gespannt. Wow, okay, er trifft mich hier. Alles klar. Und ein Laser. Wuhu. Ich liebe Laser. Und AOE. AOE-Damage. Ich liebe AOE-Damage. Darf ich dir eins auf die 12 geben? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Oh nein, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh Gott, Laser. Oh, ich glaube, er ist ein bisschen wütend. Ich glaube, er ist minimal wütend. Der Gute. Nicht wieder runterschubsen, bitte. Ach. Ach, tschüss, Drache. Wait. Du hast mir jetzt keine... Ich habe keine Seelen bekommen? Das ist ja gemein. Keinen dicken Loot, keine Seelen, nix. Dafür, dass ich diesen Drachen gekillt habe. Hätte ich auch an ihm vorbeilaufen können. Aber die Frau im Gefängnis meinte ja, ich soll ihn killen. Was das wohl bedeuten mag. Ja, der liegt jetzt da unten und wartet darauf, dass ich runterkomme und dann kämpfen wir nochmal. Dem Drachen geht's wunderbar. Irgendeine random Kapelle hier. Ja, Moment, Moment. Nee? Nee? Aha. Oh, hi. Was ist er denn eigentlich? Der blaue Panzer von Mario Kart. Lol, dein verdammter Ernst? Okay. Alter. Oh, das war's jetzt. Okay. Und dann nur eine große Seele. Ja, zum Glück nicht nur. Es ist sowas von viel zu ruhig hier. Ein Aufzug. Ein Aufzug. Wo bringst du mich hin? Ach. Guck mal an. Hierher.
Ja, ich dachte, diese Tür hier kann ich viel früher freischalten irgendwie. Aber in dem Fall wohl doch nicht. So, was ist das hier? Ich kann mich da nicht hochcheesen irgendwie, ne? Ich habe nämlich eigentlich keine Lust, diesen Durchgang zu suchen. Wenn du den Namen eines Gegners sagst, dann spawnt der. Oh mein Gott, sowas gibt's? Das ist ja wild. Ah, Kumpelritter. Das machen wir beide. Darf ich einfach vorbeilaufen und das die Tür öffnen? Das sind nämlich zwei ganz schön große Schwerter und das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Oh! Warum? Warum? Warum macht hier keiner die Tür auf? PS4, PS5 war Pflicht wegen Demon's Souls, Bloodborne, Nioh. Ey, Leute, das steht ja auch noch alles auf dem Plan, ne? Den ersten Teil habe ich schon besorgt, damit ich das streamen kann. Die Capture Card. Was jetzt noch fehlt, ist irgendwie an die PlayStation kommen. Ach, guck mal an. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was für Ringe ich hier bekommen habe. Weil den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ausdauerregeneration. Das finde ich gut. So ein Mist aber auch. Können wir... Kannst du ein bisschen chillen? Er kann nicht chillen. Ihr seid doch schon wieder. Dann schreib es doch einfach nicht. Hier? Jetzt, ihr macht es nicht besser, ne? Wo habe ich was übersehen? Solche Schweine.
Alles Trolle. Ach, jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umschauen. Ringritter Zwillings Großschwert. What? Wait. Oh, ich kann das benutzen. Und wie? Ah. Da unten geht's noch irgendwie weiter, unter der Brücke. Nur weil ich nicht unter einer Brücke wohne, hat mich gerade da drauf gebracht, mal zu schauen, was unter der Brücke ist. Da ist ein Weg. Danke für den Hinweis. Auch wenn er vielleicht gar nicht so gemeint war. Und hier? Ist hier irgendwo ein Schalter oder was? Hab ich was... Wieso haut er denn nur mit einem Schwert zu? Haut er so mit beiden zu? Oh, das ist geil irgendwie. Ich probiere die mal ein bisschen aus, aber ich würde sie gerne leveln. Ohne Ingame-Referenz. Ey! Was für eine Schweinerei! Okay, ich muss die Schwerter leveln, bevor hier irgendwas geht. Blöd. Ah, der Honorem hat auch noch meinen YouTube-Kanal abonniert. Ey, dankeschön. Gerade gesehen. Ah, Moment. Also bevor ich jetzt hier unten reingehe, erstmal wieder mein tolles Schlachtermesser nehmen, weil das hat nämlich besser funktioniert gegen die Boys hier. Easy peasy. So.
Ach so, jetzt habe ich noch gar nicht mit dem Kerl da oben geredet. Ah, das ist natürlich jetzt... ich bin verwirrt. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Das hat mich abgelenkt, was hier passiert ist. Gibt es hier noch eine andere Tür oder so? Guckt euch mal den hässlichen Wurm an. Den kennen wir doch. Einmal schauen, ob ich dieses Doppelgroßschwert irgendwie leveln kann. Was cool wäre. Ah, what neat. Let's go. Oh yeah. Und nochmal und nochmal und Seelen fressen, ganz viele Seelen fressen. Brauche ich, glaube ich, noch mehr. Die gab 20.000. Holy shit. Das war jetzt Maximum. Das war das Maximum. Onyx-Klinge. Großschwert. Die kann ich nicht wirklich benutzen. Habe ich noch irgendwas Cooles? Erdensucher. Der war auch... Das klang auch witzig. Aber jetzt habe ich ja erstmal... Jetzt habe ich ja erstmal was hochgelevelt. Das dürfte, das sollte hoffentlich sehr, sehr schmerzhaft werden. Das sind 537 zu 300, 400. Okay. Das macht 400, 408. Und hier sind wir bei 537, sogar noch ein bisschen mehr. 507 wegen dem Feuer. Kann ich dieses Ringritter-Zwillings-Großschwert nur auf plus 5 machen? Helft mir mal kurz. Bitte. Oder kann ich die noch irgendwie... Kann ich da noch was machen? Nee, sieht so aus, als wäre es durch, ne? Da habe ich nichts verpasst oder so, oder fehlt mir was? Ah, okay. 5 ist Max bei Waffen mit Funkeltitanit. Alright. Dankeschön. Jetzt probiere ich den auch mal zu verhauen mit seinen eigenen Waffen. Jetzt bin ich gespannt. Ich komme! Ich habe jetzt hier aber auch nur eine Tür gesehen. Komm mal her, du. Es macht immer noch nicht so viel Damage. Es macht nicht so viel Schaden. Kriege ich hier ein Doppelgroßschwert und es macht einfach
Das ist ein Witz. Was soll denn das? Ich krieg eine Endgame-Waffe, ist das doch, oder? Und die ist einfach schlechter. Du schlägst nur mit einem Schwert. Ja, aber mit beiden Schwertern kann ich doch nur diesen Move machen. Er schlägt hier immer nur mit einem. Wie mache ich denn mit beiden? Was muss ich machen dafür? Das gibt's doch nicht. Und so ist... So hat er nur eins in der Hand. Ich habe beide in der Hand und... Verstehe es nicht. So schlägt er auch nur mit einem. L1. Ja, das ist halt... Dann mache ich aber nur... Oh, das kann ich auch... Okay. Danke für den Hinweis. Nochmal. Da ist nur eine Tür. Okay, nicht, dass ich da irgendwie eine Tür übersehe oder so. Nun, das... Das ist was anderes. Da musste ich nichts mehr tun. Geil. So, was hast du jetzt gesagt? Hallöchen, Bosstür. Guten Tag. 30.000 Seelen. Was liegt da hinten noch? Ritualspeerfragment. What? Filianores Speerornament im Inventar nicht vorhanden. Wait, ich habe doch gerade einen Speer gefunden. Und es ist einfach nicht mehr im Inventar. Ah, da ist es. Permanent nutzbar. Lässt eine Reihe Speere nach oben stoßen. Attributsbonus SSSS. Okay. Wenn die Speere der Kirche gegen heimtückische Feinde kämpfen, können sie die einstige Herrin anrufen, um eine Reihe nach oben stoßende Speere zu beschwören. Kann ich aber nicht benutzen. Okay. Eine Tür. Hier ist nur eine Tür. Twitch, Leute auf Twitch, bleibt dran, es geht sofort weiter, aber alle, die auf YouTube hier eingeschaltet haben, denen sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Es freut mich jedes Mal, euch hier so verrücktes Zeug zu bieten und dass ihr das anschaut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vorm nächsten Boss, genau, der kommt dann in der nächsten Folge, Cliffhanger und so. Ha, ha, ha.
Bis dann. Tschüss.